So, gut, Viertel nach und dann legen wir ohne weitere Verzögerungen los. Herzlich willkommen zur Vorlesung heute. Wir sprechen über zwei super spannende Themen, nämlich Spearman und Thurston, also so die ersten beiden großen Intelligenztheoretiker, die in jedem Lehrbuch genannt werden. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie das hören. Ich habe auch eine Agenda mitgebracht, wo es nochmal konkreter drauf steht natürlich wie immer die Nachbereitungsfragen, dann ein großer Block Spearman mit dem Generalfaktormodell. Spearman hatte sich in seiner Arbeit dann auch stark auf die figuralen Matrizen, die sein Schüler John Raven entwickelt hat, bezogen. Deswegen gibt es da so einen Exkurs zu, vor allem weil ich auch dazu forsche und da irgendwie das schön vertiefen kann, wo Sie mal dann wirklich up to date sehen, was da in der Forschung läuft. Und dann als dritten inhaltlichen Block der Thurston mit seinen Primary Mental Abilities sehen wir dann gleich, was das bedeutet. Aber jetzt zuerst mal zu Nachbereitungsfragen. Also super, das war jetzt das erste Mal und 32 haben erfolgreich teilgenommen dran, auch wenn es jetzt irgendwie gestern halt relativ kurzfristig kam. Aber das ist schon wunderbar. Und wunderbar ist auch, dass 78% richtig lagen, also haben es die meisten richtig gelöst. Aber es macht auch noch mal Sinn, hier drüber zu quatschen. Und das würde ich sehr gerne tun mit der Frau Ast, die heute unsere MVP ist. Wenn Sie sich mal anschalten, dann können wir hier über diese Frage 1.1 sprechen. Genau, also die Frage war ja, Hallo welche erstmal. Aussagen. Okay, also welche Aussagen zu Intelligenzdefinitionen treffen zu? Und da war die erste Aussage, da keine einheitliche verbale Intelligenzdefinition besteht, sind die Ergebnisse verschiedener IntelligenzforscherInnen nur schwer vergleichbar. Und da würde ich sagen, dass das falsch ist, da man ja diese Studien durchgeführt hat. Und da eben gesehen hat, dass die IntelligenzforscherInnen doch sehr ähnliche verbale Definitionen hatten. Genau, also es ist halt, jeder will sich verewigen da mit seiner eigenen Intelligenzdefinition und die müssen sich dann natürlich auch irgendwie unterscheiden. Und wenn man das so nebeneinander liegt, erstmal laienmäßig, wird man sagen, ja, das hört sich alles unterschiedlich an, aber wenn man es genauer anguckt, dann gibt es deutliche Überschneidungen. Und wenn man die Leute fragt, was gehört zur Intelligenz dazu, dann sagen die auch was relativ Ähnliches. Also super, sehr gut gelöst. Okay, dann zu zweitens. Genau. Die kognitive Leistungsfähigkeit ist Bestandteil der meisten Intelligenzdefinitionen, würde ich sagen, trifft zu. Gut, dann Bin ich bei Ihnen. drittens. die operative Intelligenzdefinitionen sind ähnlich heterogen wie verbale Intelligenzdefinitionen, würde ich wieder sagen, trifft nicht zu, da sie ja homogen sind. Also verbale hatten wir schon gesagt, dass sie das getestet hatten und da festgestellt wurde, dass die Definitionen ähnlich sind und das hat dann auf die Operativen auch zugetroffen. Also operative, also komplett richtig. Was ich noch ergänzen will, halt operative Intelligenzdefinitionen, da macht man sich die Welt einfacher, indem man sagt, ich definiere Intelligenz als das, was im Intelligenztest an Leistung gezeigt wird. Und wenn man das macht, dann kann jeder sagen, okay, das ist ein Intelligenztest. Und dann ist man sich relativ schnell einig, im Gegensatz zu so einer verbalen Definition, die dann halt auch blumiger sein kann. Deswegen ist das eigentlich attraktiver, das mit diesen Definitionen zu machen. Okay, und dann zu viertens, die Grundlage operativer Intelligenzdefinitionen ist die Leistung in Intelligenztests, würde ich wieder sagen, trifft zu. Ja, auf jeden Fall. Das war ja das, was ich gerade eben erzählt habe. Also ich sollte meine Fragen auch mal genauer durchlesen. Aber Sie würden dann rauskommen auf B24, also Aussagen 2 und 4 sind richtig. Wunderbar, perfekt. Damit hätten Sie das erfolgreich gelöst in der Klausur. Super. Danke, Frau Ast. Wenn es dann keine Fragen dazu gibt, ich denke, da sind wir uns, haben wir uns jetzt mal so ein bisschen warm gelaufen damit. Vielleicht kommt die ein oder andere, wo es dann nochmal ein bisschen mehr zu grübeln gibt, aber genau, wir steigen jetzt ein.
Spearman versus Thurston. Und das hatte ich jetzt als Folie schon das letzte Mal gezeigt, so die Dialektik der Intelligenzmodelle. Das werden wir halt eben sehen. Spearmans Theorie und Thurstons Theorie in ihrer Grundform sind quasi These und Antithese. Der eine sagt, die Welt ist so, und der andere sagt, die Welt ist genau das Gegenteil. Nicht anders, sondern halt eben genau das Gegenteil. Und das ist natürlich halt spannend, wenn es sowas in der Forschung gibt, weil man sich dann aneinander halt eben abarbeiten kann. Also das ist, wenn es zwei verschiedene Meinungen gibt und die Vertreter dieser Meinung, VertreterInnen dieser Meinung ihre Diskussion austragen, dann bringt das beide Seiten weiter. Also das ist was, wo man sieht, wie Wissenschaft halt eben sehr schön gelaufen ist, weil nachher gibt es dann halt so eine Synthese aus beiden, und das ist das, wo wir heute mal noch sagen, ja, das passt. Also eine schöne Story. Also These ist halt eben Spearman mit seinem Generalfaktor, und die Antithese ist Thurston mit 7 unterschiedlichen Intelligenzfaktoren. Und da ist mir noch aufgefallen, dass ich hier eine Blase zu viel drin hatte. Die habe ich jetzt nochmal weggeixt. Also jetzt so stimmt es jetzt mit 7 Primärfaktoren. Obwohl er auch manchmal 8 und manchmal 6 halt eben gesagt hat. Aber 7 ist so das, die goldene Mitte, wo man Thurston dann so in den meisten Lehrbüchern halt eben festlegt. Okay, aber zum Spearman. Und da, wenn Sie wie ich auch Liebhaber der melancholischen Ästhetik des 90er Jahre oder frühen 90er Jahre Gangster-Rap sind, dann werden Sie diese beiden netten afroamerikanischen Herren kennen, die Nothing But a G-Thang gelesen haben. In Anspielung darauf habe ich auch meine Habil-Schrift so genannt, Nothing But a G-Thing, weil es in meiner Habil dann um den G-Faktor, also den Generalfaktor der Intelligenz geht. Also Spearman hat den auch immer so genannt und hat den immer in seinen Schriften halt eben so aufgeführt, also als so ein kursiv gestelltes G. Also das bezeichnet immer den Generalfaktor der Intelligenz, weil Spearman war auch einer, der sich nicht einlassen wollte auf blumige verbale Definitionen. Da gibt es auch keine von ihm, sondern der war dann halt eben auch so ein Vertreter einer operativen Intelligenz-Definition, was die Welt halt eben deutlich einfacher macht. Ah ja, genau, als ich hier dieses Bild da gestern bei YouTube intellektuell enteignet habe, ist mir aufgefallen, dass YouTube hier die Mütze von Snoop so geblurrt hat, damit man den Aufdruck nicht sieht. Deswegen habe ich den Brokkoli da wieder drauf montiert, der da eigentlich hingehört. Zwinker-Smiley. Okay, gut, also G, Generalfaktor der Intelligenz. Vielleicht können Sie sich über Snoop und Dr. Dre auch noch mal besser merken. Gut, aber jetzt zum Spearman, der eher so die Ästhetik des beginnenden 20. Jahrhunderts verkörpert. Sehen Sie da das Bild auf der linken Seite, also ganz interessanter Mann auch, weil der nach der Schule dann erstmal 15 Jahre im britischen Militär gedient hat und dann quasi ohne weitere Qualifikationen in Leipzig bei Wilhelm Wundt, also dem Begründer der experimentellen Psychologie, forschungsmäßig halt eben war und dann irgendwann wieder in London, nach London zurückkam und da dann bis zu seinem Lebensende dann eine Professur hatte, wo er sich halt eben hauptsächlich mit der Messung von Intelligenz und den faktoranalytischen Grundlagen von Intelligenz beschäftigt hat. Also wirklich so ein absolutes Mastermind. Und der Artikel, den Sie in den meisten Lehrbüchern dann zitiert sehen, aber den die meisten Leute, glaube ich, auch wirklich sich nicht angeguckt haben, ist Spearman 1904, General Intelligence Objectively Determined and Measured. Also das liest sich wirklich super. Also ein richtig schöner Text. Also Spearman schreibt wirklich auch so, dass es ein Genuss geht, Genuss ist. Und in diesem Teil, den ich Ihnen da rauskopiert habe,
sagt er erstmal, worum es halt eben geht. Also ihm geht es um eine Correlational Psychology, also das heißt, basierend auf der Korrelation zwischen verschiedenen psychologischen Merkmalen, besonders jetzt im Bereich der Mental Tests, also Intelligenztest, und fragt sich da, welche Psychical Tendencies kann man da messen oder feststellen. Also grundsätzlich, wenn man das dann halt eben nochmal so ins Heutige und Deutsche übersetzt, welche Fähigkeit in Klammern EN liegen der Leistung in Intelligenztests zugrunde. Und das ist jetzt mal sehr allgemein, aber ist die Frage, wie hat er das jetzt halt eben untersucht? Und das schreibt er auch, so dass es halt jetzt auch nochmal irgendwie ganz witzig. Er hat jetzt Kinder dann untersucht, unter anderem im Hinblick auf solche psychophysikalischen Leistungen, die er da auch von Wund mitgenommen hat, sicherlich. Also Unterscheidung von Licht, Gewicht oder Tönen. Aber er hatte die auch befragt, wie gut bist du in der Schule? Also hat die in ihrer Schulleistung in eine Rangreihe bringen können. Also was dann witzig ist, ist halt eben das, was ich da orange markiert habe. This school was particularly favorable for my purpose as it was within 100 yards of my own house. Und wenn sie heute so aussehen wie Spearman, ne, so mit diesem Schnurrbart und so, dann sollten sie vielleicht nicht irgendwie vor Grundschulen rumhängen und da Leute oder Kinder abgreifen und mit zu sich nach Hause nehmen. Das sind so die beiden Memes, die mir dabei in den Sinn gekommen sind. Ich glaube, das war es jetzt aber heute auch mit den Memes, die halt noch drin sind, aber fand ich dann sehr witzig. Also er hatte halt eben diese 24 Kinder aus dieser Schule in Berkshire dann untersucht und die Rangreihen der Schulleistungen miteinander korreliert. Also er hat geguckt, wer ist der Beste, wer ist der Zweitbeste, wer ist der Drittbeste in Fach A, B, C, D, E und hat dann Fach A mit Fach B, Fach A mit Fach C und so weiter korreliert. Und dann kam diese Korrelationsmatrix raus. Also das sind jetzt Spearman-Rang-Korrelationen. Spearman hat diese Korrelationsform oder diesen Korrelationskoeffizienten quasi selber mathematisch entworfen und wir benutzen den heute noch für ordinal skalierte Merkmale. Genau, und da sehen Sie jetzt in Classics, also Classics, das wären so klassische Sprachen, Griechisch, Latein, French, English, Mathematics, Discrim, es sind diese Diskriminationstests, Licht, Gewicht und Sound und Music halt, also im Musikunterricht. Und das haben sie einmal dann hier in den Spalten und einmal dann hier in den Zeilen quasi dargestellt. Also jetzt gucken wir erstmal hier Classics und French beispielsweise. Das hätte zu Punkt 83 eben miteinander korreliert. So, jetzt muss man überlegen, warum steht hier die Punkt 87? Also warum korreliert er Classics mit Classics? Hat da irgendjemand eine Idee? Also eine Variable, wenn man die sich mit sich selber korreliert, dann kommt doch normalerweise 1 raus. Warum steht da Punkt 87? Ja, also super, Herr Kassa, ne? Also es geht so in Richtung Kontrolle, ne? Also aber jetzt nicht Kontrollgruppe. Sie haben jetzt noch keine Testtheorie gehört, deswegen Messfehler, ne? Also Messfehler ist bei Testtheorie immer super, genau darum geht es, ne? Also ist die Frage, wenn ich jetzt Latein und Griechisch halt eben zweimal einschätzen lasse, wie stabil ist das quasi, ne? Also so die Retest-Reliabilität, die natürlich halt eben bestimmt, also das haben sie dann halt hier in der Diagonale stehen, die bestimmt halt, welche Höhe an Korrelation sie überhaupt erwarten können. Also wenn Classics in zwei unabhängigen Testungen, beispielsweise von zwei Lehrern oder in zwei Schuljahren hintereinander nicht miteinander korreliert, zu null korreliert, mit was sollte es dann halt eben sonst
korrelieren. Ja? Also erstmal haben wir in der Testtheorie die Forderung nach Reliabilität. Ein Test sollte halt eben stabil sein, also sollte mit sich selber korrelieren. Es gibt da noch andere Ansätze, wo man das quasi bei einem Test zu einem Zeitpunkt machen kann. Cronbach's Alpha, das lernen Sie dann aber auch alles noch. Aber das ist quasi so die Untergrenze, was der Test halt eben leisten kann. Der kann ja mit nichts anderem höher korrelieren als eben mit sich selber. Ja? Okay, also so viel dazu. Das steht jetzt halt nur noch mal so in dieser Diagonale drin, weil der Spearman da dann auch Korrekturfaktoren mit eingerechnet hat, also doppelte Minderungskorrektur. Das lernen Sie dann auch noch. Aber das jetzt mal abseits. Wenn man jetzt nur diese Korrelationsmatrix sieht, dann wird man zustimmen dem, was der Spearman zu dieser Korrelationsmatrix geschrieben hat. Also zusammengenommen, we have a uniformity that is very nearly perfect and far surpasses the conceivable limits of chance coincidence. Ne? Also diese Zusammenhänge gehen deutlich über das hinaus, was man per Zufall jetzt erwarten würde an Korrelationen zwischen verschiedenen Schulfächern. Und da ist schon mal so die Grundidee, okay, also wenn das alles so stark miteinander zusammenhängt, dann wird es eine Variable geben, die hinter diesen ganzen Proxy-Variablen quasi steht. Also eine generelle Intelligenz, die dann ausstrahlt auf die Leistungen in den verschiedenen Fächern und dann für die Korrelation zwischen diesen Fächern sorgt. Ne? Also das ist jetzt erstmal so allein der Befund, dass Sie da so starke Korrelationen überall haben. So, und jetzt ist das noch in der zweiten Hinsicht nicht zufällig. Also ich weiß nicht, hat das irgendjemand im Vorbereitungstext gelesen oder versteht er dann, was auf der nächsten Animation der Folie kommt, wenn Sie jetzt da reingucken? Also warum ist das, was hier drin steht, nicht rein zufällig? Also diese Zahlen sind nicht zufällig sortiert, sondern die folgen einer relativ strengen Systematik. Erkennen Sie die? Jetzt ist halt nur noch interessant für die, die sich jetzt nicht das PDF schon angeguckt haben, wo es schon draufsteht. Okay, also ich löse es auf. Die Korrelationen steigen, wenn jemand in einem Fach gut ist, ist er auch in einem anderen Fach gut? Ja, also das ist halt eben allein die Korrelationen, aber dann sind die nicht jetzt zufällig sortiert, sondern quasi die steigen über die Spalten ab, aber halt auch über die Zeilen. Okay, also das heißt hier von also Classics French, Punkt 83, Classic English, Punkt 78, Punkt 70, Punkt 66, Punkt 63. Also da werden die Korrelationen kleiner. Ne? Das könnte ich natürlich machen, wenn ich das jetzt nur in dieser ersten Zeile so geordnet haben will. Aber die gleiche Ordnung entsteht dann automatisch auch über die Zeilen. Ja? Also das heißt, von oben nach unten werden die Korrelationen auch immer kleiner. Ne? Also hier Punkt 63, 57, 51, 51, 40. Ne? Also das nimmt halt hier eben ab. Und welchen Schluss zieht man jetzt halt eben draus? Naja, okay, ich habe jetzt Variablen, jetzt zum Beispiel Musik in dem Fall. Da ist dieser Anteil der gemeinsamen Fähigkeit aller Variablen halt eben kleiner und in anderen Variablen, wie zum Beispiel Classics, ist er halt eben größer. Und wenn das so ist, dann kann halt nur diese Korrelationsmatrix rauskommen. Und also ne, dieser Gedankengang, den jetzt nachzuvollziehen, da muss man so ein bisschen grübeln. Aber da drauf zu kommen, wie das der Spearman oder wie das der Spearman gemacht hat, das ist natürlich halt eben so seine geniale Leistung halt in dem Zusammenhang, dass er das da halt eben festgestellt hat. Sorry, ich war jetzt gerade kurz hier vom Chat irritiert. Zeigt das nicht auch, dass Thurstons Idee richtig ist? Nee, weil wenn jetzt
Classics, French, English und so weiter, wenn die alle unabhängig voneinander wären, welche Korrelationsmatrix würde man dann erwarten? Also wenn das jetzt wirklich separate Leistungen wären. Keine, Chaos, genau. Chaos, keine, ne, dann wäre es halt eben, wenn die unabhängig wären voneinander, also die Mathe-Note ist von der Deutsch-Note oder Französisch-Note oder weiß der Kuckuck was unabhängig, weil es gibt eine mathematische Fähigkeit, die nichts zu tun hat mit irgendeiner anderen Tool-Fähigkeit, dann würde die auch zu null korrelieren mit den anderen Fähigkeiten. Ja? Also deswegen, Thurston würde an der Stelle genau das Gegenteil erwarten. Ja, Kim meldet sich. Machen Sie gerne laut und sprechen Sie. Man sieht ja auch in der Tabelle nur die Korrelation eines Schülers, oder? Also es sind nur die Fähigkeiten eines Schülers? Nein, weil, also das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da nochmal aufwerfen. Das ist über alle Schüler hinweg, weil für einen Schüler können Sie keine Korrelation berechnen. Ne? Also für eine, um eine Korrelation zu berechnen, müssen Sie ja gucken, ist das bei unterschiedlichen Ausprägungen dieser Variable so, wie ich das erwarten würde. Ne? Also wenn Sie jetzt einen Schüler haben, der ist in Deutsch gut und in Mathe schlecht, ne? Dann könnten Sie da keine Korrelation draus berechnen. Erst wenn Sie dann einen Schüler hätten, der quasi umgekehrt die Leistung hat, also Deutsch gut, Mathe schlecht und Mathe gut, Deutsch schlecht, ja? dann könnten Sie feststellen, dass eine negative Korrelation. Eine positive Korrelation wäre Deutsch gut, Mathe gut und Deutsch schlecht, Mathe schlecht. Das wäre dann eine positive Korrelation. Ja? Also erst wenn Sie quasi Varianz haben in diesen Leistungen, dann können Sie eine Korrelation berechnen. Ja? Also Korrelationen basieren immer auf Stichproben mit Varianz. Wenn Sie nur eine Person in ein Statistikprogramm reinhacken, also wenn Sie da jetzt nur Mathe 5 und Deutsch 2 oder sowas rein hacken würden, dann könnten Sie keine Korrelation rausbekommen. Okay, können Sie das so nachvollziehen? Ja, danke. Okay, also wenn das unklar ist, bitte schreiben Sie mir eine Mail, da habe ich schöne Folien zu, da kann ich das nochmal genau erklären, wie eine Korrelation halt eben funktioniert und auch eben das, wieso die nur in einer Stichprobe berechnet werden kann. Also wenn Sie das wollen, dann schreiben Sie eine Mail, dann mache ich nächstes Mal einen Exkurs und stelle das nochmal genau dar, weil das wirklich was sehr Zentrales und Basales ist für das Verständnis von allem in der differentiellen Psychologie. Da beruht so gut wie alles auf Korrelationen. Also deswegen danke nochmal für die Meldung und immer gerne melden. Okay, aber ich mache jetzt an der Stelle nochmal weiter. Also was wir halt eben gesagt haben, also es gibt Maße, in denen, also irgendwelche Tests, Intelligenztests, in denen es ein großer Anteil G drin und es gibt Tests, da ist ein kleiner Anteil G drin. Und man kann sich das jetzt hier so aufmalen, Euler-Fenn-Diagramm heißt das, wo Sie quasi die Korrelation zwischen Variablen durch das Überlappen variablenspezifischer Blasen quasi darstellen können. Also das hier, was Sie jetzt hier sehen, was ich jetzt gerade da so umkreise, das wäre diese Variable Measure One und der ganze Kreis, das wäre die Varianz von Measure One. Ne? So, also einfach, es gibt Tests, da streuen die Personen weiter und da es gibt Tests, da streuen die Personen nicht so breit in ihren Leistungen. Ja? Also wenn das groß ist, dann gibt es eine größere Varianz und wenn das klein ist, gibt es eine kleinere Varianz. Das jetzt aber mal nur so am Rande wichtig ist, hier steckt jetzt viel G drin und hier steckt weniger G drin und hier steckt noch weniger G drin und hier steckt noch weniger G drin. Ne? Also bei diesen vier Maßen. So, das heißt, es ist ja nicht alles G in diesem Test, sondern es gibt auch einen spezifischen Anteil. Der steht dann immer hier in diesen Blasen. Ne? Also das ist das, was die Tests halt eben nicht miteinander teilen. Das wäre der spezifische Anteil, okay? Also in einem Maß haben wir dann halt immer einen G-Anteil und einen spezifischen Anteil drin. Das, was korrelieren kann, sind nur diese G-Anteile.
die spezifischen Anteile können nicht miteinander korrelieren. Und wenn Sie jetzt so eine Konstellation haben, also Sie wissen, hier bei 4 ist wenig G drin und bei 1 ist viel G drin, dann muss sich quasi diese Korrelationsmatrix halt eben ergeben, ja, weil M1 mit M2, also M1, Measure 1, hat eben den höchsten G-Anteil und Measure 2 hat den zweithöchsten G-Anteil, die müssen am allerhöchsten miteinander korrelieren, weil dass die beiden sind, die am meisten G in sich haben und am wenigsten dann halt eben spezifische Varianz. So, und dann müsste jetzt kommen halt eben Measure 1 mit Measure 3. Ja? Also diese Korrelation müsste jetzt etwas kleiner sein als die, aber noch größer als diese Korrelation hier. Und wenn Sie das so sortiert haben, dann ergibt es ja auch quasi wie die, also wenn Sie die Zeilen so sortiert haben, dann ergibt es ja auch, wie die Spalten halt eben sortiert werden. Wenn Sie die Spalten sortiert haben, dann ergibt es, wie die Zeilen sortiert werden. Wenn Sie das in der gleichen Reihenfolge machen, dann sollte sich quasi dieses kaskadenartig absteigende Muster da zeigen. Und das ist Spearmans Idee gewesen, wie man Faktoranalysen durchführt. Also Spearman hatte das anfangs nicht die Faktoranalyse genannt, sondern die Tetraden-Differenzmethode, weil immer in so einer Tetrade, die soll immer so aussehen, das soll immer so ein Winkel hier, also eine Tetrade wäre quasi, wären drei Korrelationen, und das sollte immer diesen Winkel geben, also das sollte hier quasi immer so absteigen. Ne? Egal, wo Sie gucken, immer haben Sie diese Winkel, das steigt so tetradenmäßig, kaskadenmäßig dann ab. Okay, können Sie nachvollziehen soweit? Oder habe ich Sie abgehängt? Okay, also es meldet sich kein... denke, alles gut. Okay, super, wunderbar. Also wenn dann halt gerne beschweren, dann kann ich es nochmal sagen, aber wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie sehr, sehr viel von Spearman halt eben verstanden und vom Generalfaktormodell. Okay, jetzt mal noch als quasi Kontrollfrage von mir. Bei Thurston, wie würde dieses Diagramm jetzt bei Thurston aussehen? Also Thurston, wir würden jetzt mal sagen, das wären 4 Primary Mental Abilities, die ich da habe. Genau, da sollte keine Korrelation sein und das wird sich dann halt eben dadurch zeigen, dass diese Blase hier in der Mitte quasi komplett weg wäre und alles wäre halt eben S. Genau, es gäbe keine Überschneidung zwischen den Kreisen und das ist halt eben Thurstons Vorstellung gewesen. Sehr gut, ne? Also dass Sie diese, also wenn Sie diesen Drift kriegen, dann haben Sie den Unterschied zwischen Spearman und Thurston schon sehr gut verstanden. Okay, so jetzt 2 Begriffe in dem Zusammenhang, also die der Spearman da verwendet und die auch mal wieder in den Lehrbüchern auftreten. Also Positive Manifold, im Deutschen heißt das die positive Mannigfaltigkeit. Das ist ein Begriff oder eine Bezeichnung für den Befund, dass alle Intelligenztestleistungen miteinander korreliert sind. Also hier quasi dieses, wenn Sie so eine Korrelationsmatrix sehen, dann haben Sie da eine Positive Manifold drin, weil alle sind positiv halt eben miteinander korreliert. Und wenn das der Fall ist, dann sollte sich so ein Bild hier ergeben, dann sollte nämlich nur eine oder sollte es eine starke Tendenz, Psychological Tendency, wie das Spearman da am Anfang geschrieben hat, geben, die das halt eben erklärt. So, und wenn es jetzt nur diese eine Fähigkeit gibt, die halt eben das Relevante ist, also diese spezifischen Anteile, die sind jetzt nach Spearmans Vorstellung halt eben nur relevant für einen einzelnen Test, ja, also nicht irgendwie nur Matheleistung oder so, sondern für Mathe-Test X, ja. Das ist halt, also wie dieser Mathe-Test X quasi konkret gestaltet wurde, das wäre der S-Anteil. Alles andere soll nach Spearman dann halt eben G sein. Und wenn dem so wäre,
dann würde man von einer Indifference of Indicators sprechen, also einer Indifferenz von Indikatoren, weil egal welchen Test ich jetzt nehme, wichtig ist, dass er halt eben möglichst viel G hat. Oder also je mehr Tests ich halt eben nehme, desto mehr gleichen sich dann auch die spezifischen Anteile halt eben aus. G wird stärker, die spezifischen Anteile werden schwächer, aber also Indifference of Indicators, Indifferenz der Indikatoren heißt, egal welchen Intelligenztest ich nehme, ich habe immer einen Anteil G halt eben drin. Das heißt, es ist wurscht, welchen Test man nimmt, sondern halt eben möglichst viele, möglichst breit gestreut, dann kriege ich ein gutes G. Gibt es tatsächlich meterweise Literatur drüber, what is a good G? Also wenn Sie da mal nach googeln, Arthur Jensen, Linda Gottfriedson und die ganzen Konsorten, die da witzigerweise halt auch irgendwie in den 90ern wie Snoop Dogg und Dr. Dre in den USA gewirkt haben, da wurde viel drüber geschrieben, also sehr interessante Lektüre. So, okay, ich gucke mal gerade, da gab es jetzt, Kommentare im Chat. Also Frau Schröder schreibt, ist die Tetaden-Differenzmethode, wie Spearman sie nannte, genau das gleiche wie Faktoranalyse? Also werden diese Begriffe synonym verwendet? Also die Tetraden-Differenzmethode ist eine einfache Form der Faktoranalyse, die man heute in der Form auch nicht mehr macht, weil es gibt andere Faktoranalysen und das ist halt eben der Punkt. Es gibt dann noch andere Faktoranalysen. Es gibt dann halt eben noch die explorative Faktoranalyse und die auch in x Varianten. Eine Variante werden wir noch kennenlernen und dann halt eben die konfirmatorischen Faktoranalysen. Also Faktoranalyse ist ein sehr allgemeiner Begriff für Methoden, mit denen ich versuche, halt unabhängige Komponenten, unabhängige Varianzkomponenten in der Datenmatrix halt feststellen zu können. Und die Tetraden-Differenzmethode wäre eine historische von mehreren möglichen. Okay? Bei Ihrem Beispiel, also ich, ansonsten, ah, okay, gut, super, super. Bei Ihrem Beispiel mit dem Mathe-Test, was war da das S, die Art, wie der Test gestaltet wird? Ja, also beispielsweise, wenn Sie sagen, ich mache jetzt halt einen Mathe-Test, also oder mathematisches Verständnistest, um Intelligenz zu erfassen, ja, und dann würde ich sagen, ich in Rheinland-Pfalz oder irgendeinem anderen beliebigen Bundesland lernen die Kinder im Matheunterricht das und das und das. Ja? Und in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise lernen die was anderes. Ne? Dann hätte ich einen Mecklenburg-Vorpommern-Test und einen Rheinland-Pfalz-Test. Ne? Was die beiden Tests halt eben überschneidet, ist die mathematische Fähigkeit der Kinder, ja, weil die ist unabhängig von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Und die spezifischen Anteile wären, dass in Rheinland-Pfalz halt irgendeine, keine Ahnung, Addition oder weiß der Kuckuck was, halt etwas früher eingeführt wird, dann können die das schon. Und in Mecklenburg-Vorpommern wird was anderes halt früher eingeführt, dann können die das schon. Und da sind das natürlich unterschiedliche Faktoren dann. Ne? Also wir haben einmal die mathematische, allgemeine mathematische Fähigkeit der Kinder, die halt eben haben. Und dann nochmal so einen spezifischen Anteil, der quasi oben drüber hinaus geht, den man davon halt eben separieren kann. Also das jetzt nur mal so in einem Beispiel. Das sind auch andere Beispiele denkbar sicherlich. Aber ich hoffe, das bringt Sie so ein bisschen weiter. Okay, er beschwert sich nicht. Ansonsten gerne per Mail. Die eigene mathematische Fähigkeit ist dann auch ein Teil von S. Nee, das nicht. Also die eigene mathematische Fähigkeit ist kein Teil von S, sondern G. Okay, gut, alles klar. Also wenn es noch unklar ist, ich meine, Sie können das ja auch nochmal auf YouTube halt sich nochmal reinpfeifen und überlegen, ob Ihnen dann noch was auffällt, was unklar ist, dann schreiben Sie es mir bitte per Mail, dann gehe ich da gerne auch nochmal drauf ein. Das ist ja das Schöne
an diesem Asynchronen mit Aufzeichnungen, das ist wunderbar. Okay, gut, alles klar. Also jetzt nur, wenn Sie mal ins klassische Lehrbuch reingucken, also diese Darstellung ist eher unüblich. Das ist halt eben so die klassischere Darstellung, wie man es in den meisten Lehrbüchern sieht. Also was wir hier in der Mitte haben, in diesen hier ist meine Maus, also was wir hier in der Mitte haben mit diesen blauen Quadraten, das wären die manifesten Variablen. Also das wäre halt eben die konkrete Leistung in dem jeweiligen Intelligenztest. Also wie viele Punkte macht eine Person in Test X? Und da ist dann halt immer ein G-Anteil drin. Und dieser G-Anteil ist der gleiche in allen Tests. Also egal, welchen Test Sie machen, da ist immer das gleiche G halt eben drin. Aber jeder Test hat dann noch so seine spezifischen Anteile, die jeweils für den jeweiligen Test ausschließlich halt eben relevant sind. Und das haben Sie jetzt beim Rost vielleicht gelesen. Deswegen sagt der Rost halt auch lieber das Ein-Mehrfaktoren-Modell statt dem Generalfaktor-Modell, weil es gibt den Generalfaktor, ja, aber dann halt eben nochmal für jede Variable, also jeden Intelligenztest einen spezifischen Faktor, der aber irrelevant ist. Ne? Also deswegen trifft es dann Generalfaktor-Theorie halt schon wieder ganz gut. G, nothing but a G-thing, also das ist halt, wenn Sie das als Mantra wollen, für Spearman, dann ist halt eben G das Relevante in den Intelligenztest, dieser Generalfaktor, der die Leistung in allen Tests beeinflusst, und das andere ist halt irrelevant, ne? Also irrelevant, nothing but a G-thing. Okay, also Maria schreibt nochmal, das ist auch ein jetzt sehr wichtiges Kommentar, habe ich das eben richtig verstanden, dass in jeder Variable der gleiche Anteil G drin ist. Also mit Anteil, ne, wenn Sie so prozentualen Anteil meinen, dann nicht, ne, weil Sie haben hier Variablen, also Sie sehen halt hier bei diesem Measure 4, da kann weniger G drin sein, und bei dem Measure 3 oder 1 kann halt eben mehr G drin sein, aber das ist immer das gleiche G. Ne? Also das ist immer der gleiche Generalfaktor in unterschiedlichen Anteilen. Ja? Also ein Test, der kann halt eben mehr G haben, also der zielt dann, ne, wenn wir jetzt wieder bei unserem Mathe-Test-Beispiel sind, der hat halt weniger bundeslandspezifischen Kram halt eben drin und mehr allgemeinen Mathe-Verständniskram. Der hätte eine größere G oder einen größeren G-Anteil, und der, wo das dann halt eben sehr landesspezifisch ist, der hätte einen kleineren G-Anteil, aber G wäre halt eben das, was halt eben das Charakteristische ist für die mathematische Fähigkeit, bundeslandunabhängig in dem Fall. Okay, gut, super. Genau, also hier dann nochmal, ne, also die Leistung in einem Intelligenztest, in einem konkreten Intelligenztest, setzt sich zusammen aus dem G-Anteil, der in allen Intelligenztests drin ist, und einem spezifischen Anteil, der nur spezifisch für diesen Test ist. Okay, ne, so, und das war Spearmans Generalfaktortheorie, das war so seine Position, die hat er dann mal in die Scientific Community da rein geknallt, und dann wurde da halt eben viel drüber diskutiert, aber war dann doch große Einigkeit. Was dann aber immer so als Zusatzfrage kam, war, ja, was ist das jetzt eigentlich? Ne? Weil, also da tun sie sich, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen schwer mit. Also was charakterisiert denn dieses G? Das ist ja jetzt erstmal rein auf der Korrelation beruhend, was er da halt eben festgestellt hat, aber was steckt da an kognitiven Prozessen halt eben drin? Und also diesen Artikel, gesprochen haben, den hat er 1904 geschrieben, und den zweiten Artikel, der dann immer wieder zitiert wird, den hat er 19 Jahre später geschrieben, 1923. Ne? Also der hat sich da dann halt schon jahrelang dann nochmal irgendwie Gedanken drüber gemacht, was könnte halt eben in dem G drinstecken, wie könnte man das halt eben als Prozess oder welche Prozesse da drin könnte man halt eben identifizieren, sodass man es jemandem auch inhaltlich erklären kann, was dieses G halt eben ist, und nicht so als nebulöse Variable einfach, sondern dass das mit konkret kognitiv nachvollziehbaren Inhalten gefüllt werden kann. Ne?
Und das schreibt er da halt auch so, ja, hier vor zwei Dekaden habe ich rumgeforscht und Intelligenzforschung gemacht halt. So, but the method employed was of an objective sort, ne? Also objektiv, also guckt sich halt eben nur die manifesten Korrelationen zwischen den Intelligenztests halt eben an. Also man könnte jetzt halt eben auch sagen, quantitativ, ne? Und jetzt hätte er gerne noch was Qualitatives halt eben mit dazu. Und das ist halt hier das Ding, er hätte gerne the mental processes being directly analyzed, clues to their constitution und so weiter. Ne? Also was steckt da jetzt wirklich inhaltlich drin? Und da hat er dann drei quasi Gesetze, also das sind halt eben Spearman's Laws die Noe Genetic Laws halt eben aufgestellt, die wir dann gleich sehen. Aber jetzt zuerst mal zu diesem Begriff Noe Genetic, also weil wenn Sie da irgendwo klugscheißen wollen, dann können Sie immer sagen, weil also die meisten schreiben wirklich Neogenetic Laws halt eben in die Lehrbücher auch rein. Dann können Sie immer Spearman 1923 rausziehen und da steht dann halt überall No Genetic Laws, also jetzt so kleiner irgendwie für die kleinen Klugscheißer unter uns kann man da immer irgendwie dann halt eben auspacken. Also aber also das Verständnis für New Genetic und No Genetic Laws, das ist dann halt immer das Gleiche, also grundlegende Prozesse intelligenten Denkens. Den Begriff gibt es so noegenetisch, gibt es im Deutschen nicht wirklich, aber halt im Englischen, wenn Sie da gucken, hier jetzt Merriam-Webster oder so, da haben Sie dann halt auch für, also in den allgemeinen wissenschaftlichen Lexika eine Definition, a schema for the production of knowledge including three processes, observation, discovery of relations and bring to mind or creation of ideas, bla 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 bla. Ne, also das ja, ist quasi, also dieser Begriff Noe Genetic, die Prozesse, die grundlegenden Prozesse des intelligenten Denkens. Und das sind jetzt halt eben diese three Noe Genetic Laws von Spearman, oder also wird auch erst im Nachhinein dann Laws genannt. Der Spearman war da ein bisschen bescheidener und hat es die Principles genannt, ja. Und das erste Principle ist erstmal Apprehension of Experience, also Wahrnehmung von der Umwelt quasi, ne? Also damit ich irgendwas verarbeiten kann, muss das erstmal über meine Sensorik halt eben reinkommen. Wenn ich jetzt irgendwie schlecht sehe oder schlecht höre, also irgendeine Wahrnehmung nicht machen kann, dann tritt die gar nicht irgendwie in meinen kognitiven Apparat ein und ich kann die nicht verarbeiten. Ist sowas, was dann halt jetzt eher so kognitive, klinische Neuropsychologie ist, so in die Richtung, ne? Also wenn Sie wirklich neurokognitive Einschränkungen haben, dann gibt es da Probleme. Das ist jetzt für die Intelligenzforschung dann also eher nicht interessant, sondern eher, also dieser zweite Schritt oder die Second Principle, Induction of Relations, also da quasi zu verstehen, bestimmte Elemente dessen, was ich so als sensorischen Input bekomme, die haben miteinander zu tun. Also es gibt diese Relation, also nur ich weiß, dass das gehört halt eben zusammen. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte wäre halt eben Induction of Correlates, das heißt, die Regeln verstehen, wie diese gemeinsamen Elemente miteinander funktionieren. So, das hört sich jetzt so super, super, super abstrakt an. Aber so hat der Spearman halt eben auch gedacht, aber er kann das an einem Beispiel halt wirklich sehr schön darstellen. Und das hat mich halt auch immer so begeistert an dem Aufgabenformat, nämlich den figuralen Matrizenaufgaben. Da gibt es ja jetzt gleich den Exkurs zu. Aber hier habe ich jetzt mal so eine hingeklatscht. Haben Sie jetzt bestimmt auch
schon mal gesehen, vielleicht hier auch in der Vorlesung. Ich weiß nicht genau, ob ich schon welche gebracht habe. Auf jeden Fall, Sie haben hier oben so eine Matrix, ne? Deswegen heißen die Dinger Matrizenaufgaben. Also hier eine Matrix, in dieser Matrix oder diese Matrix hat Zellen und in diesen Zellen sind dann bestimmte Symbole drin. Und die Symbole folgen bestimmten Regeln, bestimmten Gestaltungsregeln. Dieses Feld hier unten, das lässt man immer leer, weil da soll die Person jetzt angeben, was kommt in dieses leere Feld rein, damit diese Matrix hier sinnvoll quasi ergänzt wird. Ne? So, und dann haben Sie hier unten so eine Reihe von Antwortoptionen und Sie müssen jetzt überlegen, welche dieser Antwortoptionen passt. Das wäre eine richtige. Jetzt müssten wir halt überlegen in dem Zusammenhang. Also wir machen das jetzt mal selber. Also diese Pfeile hier, die drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Ja? Also das heißt, wir bräuchten hier unten dann quasi einen Pfeil, der nach links zeigt. Diese kleinen Kreise hier, die addieren sich auf. Also das heißt, wir bräuchten vier Kreise. Also vier Kreise und einen Pfeil nach links. Ne? Bin ich jetzt richtig? Ja, genau. Ne? Also A müsste sein. Ich glaube schon. Okay, also das müsste ich dann auswählen, dann würde ich einen Punkt bekommen. Das wäre die korrekte Lösung. Also der Attraktor, sagt man, die anderen sind falsche Lösungen. Die braucht man halt in dieser Form der Matrizenaufgabe nur, damit die Personen halt ablenken von der richtigen Lösung. Also die müssen halt eben identifizieren, eine ist richtig und die anderen sind halt eben falsch. Und die Falschen sind halt eben die Distraktoren. Ne? Attraktor ist die richtige Lösung, Distraktor sind die falschen Lösungen. Das jetzt mal nur so zur Terminologie. Ja, da habe ich gerade irgendwie das Quäken gehört. Will jemand was fragen, sagen? Die war vielleicht nur ein Pocket Call Analogon. Okay, gut, also, aber jetzt, ne, wir waren noch bei Spearman und den Know-E-Genetic Laws. Also Apprehension of Experience, das wäre erstmal quasi die Wahrnehmung dieser Matrix. Ne? Ich muss die irgendwie durch meinen sensorischen Input da halt eben reinbekommen und ich muss die in irgendeiner Form kognitiv halt eben aufrechterhalten können, so auf einer Art von so einem Speicher, Arbeitsspeicher, wie man das auch immer bezeichnen will. So, okay, also erster Schritt, Apprehension of Experience, halt nur wahrnehmen, es gibt Symbole. So, und jetzt kommt es halt eher in den Bereich, wo es dann halt eben intelligentes Denken wird, das Induction of Relations, da müssen Sie jetzt identifizieren, okay, es gibt unterschiedliche Symbolgruppen, ne? Also es gibt Kreise, die gehören zusammen und es gibt Pfeile, die gehören zusammen, ja, aber das sind quasi unterschiedliche Ebenen, die ich halt eben dann trennen muss voneinander, um die halt eben separat verarbeiten zu können. Und bei der weiteren Verarbeitung geht es dann um das Induction of Correlates. Das wäre halt so der letzte Schritt, wo Sie dann erkennen müssen, ja, also für die Kreise hier gilt immer Addition über die Zeile. Also dieser Kreis plus diese, also diese Zelle plus diese Zelle gibt dann diese Zelle. Und für die Pfeile gilt Rotation, wo sich die Dinger halt eben nach links dann halt eben drehen. Das wäre die Induction of Correlates. Und anhand dieser Aufgaben hat der Spearman dann seine Know-E Genetic Laws veranschaulicht. Ne? Also das sind so die zwei großen Dinger beim Spearman. Also einmal G-Faktor, der in allen Intelligenztests halt eben drinsteckt. Alles andere ist halt eben Rauschen oder ist irrelevant. Und dann das zweite halt die Know-E Genetic Laws, die dann nochmal versuchen zu erklären, was der G-Faktor dann inhaltlich bedeutet. Okay? Wenn Sie Fragen haben, dann gern jetzt, weil jetzt, ich bin schon so ein bisschen in die Matrizen eingestiegen, aber jetzt kommt gleich der große Matrizeneinlauf. Okay, gut, alles klar. Figurale Matrizen, also schon immer so irgendwie ein Wunderkind in der psychologischen Diagnostik, sage ich mal. Vor allem, weil der Spearman das halt eben auch so gepusht hat und weil der eben mit diesem Test seine Know-E Genetic Laws da eben so gut veranschaulichen konnte und entwickelt hat das der Spearman selber nicht, sondern eben sein
Schüler, der hat halt eben bei Spearman studiert und bei dem gearbeitet, der John Raven, und der hat diesen Test sich ausgedacht, Raven's Progressive Matrices. Das war der erste so dokumentierte Matrizentest, den wir so in der Literatur haben. Also jetzt diese 62er Auflage, da steht nur 62, weil diese Karte jetzt von 62 ist, ich glaube, der erste, der war irgendwo in den 1930ern, das habe ich dann aber jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Und ja, also hier wie auch da, also wie auch in dem anderen Ding, das ich Ihnen halt eben gezeigt habe. Also wir haben hier einmal so eine Identitätsregel, also das ein Symbol bleibt immer gleich, das in der Mitte bleibt immer gleich, und so eine Veränderungsregel, also in dieser Spalte, hier haben Sie dann Kreise und hier haben Sie dann halt eben Quadrate, und dann würden Sie jetzt hier auswählen halt eben ein Quadrat mit so einem Plus halt in der Mitte, also 7 wäre da halt eben die korrekte Antwortoption. Ne? Okay, also jetzt ist die Frage, wie entwickelt man die? Ne? Weil das ist das, was dann halt eben die differenziellen Psychologen so im Intelligenzbereich dann halt oft und gerne halt auch machen. Die halt an den operativen Definitionen hängen, die entwickeln dann halt eben Tests, mit denen man halt die Fähigkeit nachweisen kann, von der man glaubt, dass sie halt eben existiert. Und wenn Sie jetzt in diese Spearman-G-Richtung gehen, dann würden Sie auch mal das halt eben versuchen mit den Matrizenaufgaben. Da gibt es natürlich halt schon so ein paar gängige Tests, aber da gibt es halt auch gewisse Probleme halt bei. Ja? Also was kein Problem ist, ist halt eben die Konstruktion von den Aufgabenstämmen. Also Aufgabenstämmen, das sind immer diese Matrizen, die da oben drüber stehen. Da gibt es auch wirklich super schöne Literatur, wo Leute dann so wirklich bücherweise halt irgendwie sich drüber auslassen, wie man das alles verändern könnte. Und das ist auch eine sehr schöne Forschung. Wir können halt nachweisen, diese Regeln, die machen die Aufgaben schwierig. Also wir können mit diesen Regeln quasi die Aufgabenschwierigkeit gut beeinflussen. Also ich weiß, wenn ich die und die Regel bringe, wird die Aufgabe schwerer. Wenn ich die und die Regel bringe, wird die Aufgabe leichter. Man kann die Regeln dann halt auch miteinander kombinieren und dann sehr, sehr schwere Aufgaben herstellen und sehr, sehr leichte Aufgaben herstellen und das halt eben sehr präzise eben steuern. Und jetzt auch hier, also das sind so die, jetzt muss ich gerade zählen, 8 prominentesten Regeln, die ich halt eben so kenne, dass jetzt, ich will jetzt nicht alle einzeln halt eben durchgehen, aber nur Addition haben wir halt eben schon gesehen, da ist halt das plus das gibt das. Das gibt es dann auch mit Subtraktion, also dieses Symbol minus dieses Symbol, also dieser Dreiviertelkreis minus dieses Kreissegment gibt diese zwei Kreissegmente. Dann gibt es auch sowas wie Schnittmenge, wo sie sagen halt, nur Elemente, die hier und hier vorkommen, kommen dann halt auch hier vor. Also hier diese zwei vertikalen, also diese vertikale Linie kommt in beiden vor, deswegen kommt es in die dritte. Die anderen haben keine Schnittmenge miteinander. Ne? Also diese Diagonalen haben keine Schnittmenge, deswegen gehen die dann eben weg. Und dann halt hier Mehrfachbezug. Sie können dann halt auch die also quasi auf unterschiedliche Symbole anwenden, aber Sie können auch mehrere Regeln auf die gleichen Symbole anwenden. Dann werden allerdings die Aufgaben halt mega, mega schwer. Also ich habe da auch mal mit rum experimentiert und das ist eigentlich eine Sackgasse so meines Erachtens, weil die Aufgaben so schwer wird, dass sie keiner mehr checkt. Das Schöne dabei ist, Sie können halt super schwere Aufgaben halt eben konstruieren, die Sie selber nicht mehr wirklich lösen können, ohne sich nochmal irgendwie aufzuschreiben, was Sie da halt eben sich genau gedacht haben. Also das finde ich ganz cool. So, okay, jetzt kommt, Herr Neumann hat noch was geschrieben. Geht man nämlich, also von diesen Aufgaben geht man dementsprechend nach Spearman aus, dass sie G in seiner reinen Form ohne wirklich spezifischen Anteil messen. Genau, ne? Also das werden wir dann sehen, wenn wir später die hierarchischen Modelle sehen, dass quasi die figuralen Matrizenaufgaben mit dem G-Faktor immer die höchste Korrelation haben. Okay? Also es gibt halt eben andere Teile, wie zum Beispiel halt eben Wissen oder auditive Wahrnehmung oder sowas, die haben nicht so viel
mit G zu tun, wie das die figuralen Matrizen haben. Ne? Also da werden auch die figuralen Matrizen immer auch als beste Proxy-Variable für G halt dargestellt. Da gibt es auch so ein bisschen Kritik dran, aber das wäre jetzt so die Mainstream-Lehrmeinung, wenn Sie halt eben G möglichst rein erfassen wollen und aber möglichst wenig Tests verwenden wollen, dann nehmen Sie einen Matrizentest. Und tatsächlich so, wenn Intelligenz halt so als Kontrollvariable mitläuft, dann machen die meisten halt einfach irgendwie einen Matrizentest und sagen, das ist G. Verfälscht nicht auch schon die Kenntnis über die möglichen Regeln des Testergebnisses? Aber eher umgekehrt. Ne? Also wenn die Personen unterschiedlich die Regeln können. Deswegen, also da haben wir auch Forschung zu gemacht. Wenn Sie das interessiert, dann, ich habe gleich noch was, dann erinnern Sie sich nochmal dran, dass man das auch noch, dass Sie da auch noch mehr darüber erfahren können. Sage ich gleich noch was dazu. Ich lasse es jetzt mal so mysteriös bewusst. Aber wir haben halt Forschung gemacht, wo wir Personen dann quasi trainiert haben. Also wir haben denen so viel Möglichkeit gegeben, mit den Matrizenaufgaben halt eben zu trainieren. Und die sind dann auch besser geworden. Die werden nicht unendlich viel besser, aber die werden schon besser, wenn man damit halt eben trainiert. Aber wir konnten auch zeigen, dass G dann vor allem stark ist, wenn man alle maximal trainiert hat. Ja? Also das heißt, das ist eigentlich was Sie wollen. Sie wollen also Unterschiede in der Regelkenntnis. Das ist nicht das, was G widerspiegelt, sondern Sie erklären allen Personen die Regeln so gut, wie Sie können. Und dann wird G besonders rein gemessen. Aber also, was man sagen muss, ja, also das sagen manchmal die Leute, ja, die könnte ich doch alle lösen. Go ahead. Ne? Also wir testen ja regelmäßig halt sehr kognitiv leistungsfähige Personen, nämlich halt eben Studierende, die halt durch einen NC-Filter gegangen sind, also wie Psychologiestudierende, die da oben halt eben mitspielen und die kriegen auch nicht alle gelöst. Ich würde auch nicht alle gelöst bekommen, beziehungsweise also ich muss mich dann halt echt hinsetzen mit einem Blatt Papier. Also es gibt also jetzt irgendwie, wenn ich sie selber gemacht habe, dann komme ich da nochmal schneller drauf. Aber wenn jemand anderes die gemacht hat, dann muss ich mich teilweise echt hinsetzen und grübeln, dass ich die halt eben lösen kann. Und dann kann ich auch nicht 20 hintereinander in einer halben Stunde lösen oder so. Ne? Okay, also das, ich hoffe, das macht es klar. Also Regelkenntnis ist ein wichtiger Aspekt, aber man sollte das halt eher, also so unsere Forschung kommt dann raus auf nachher der Aussage, wenn ihr einen Matrizentest macht, trainiert die Leute so viel, wie ihr könnt. Und also viel muss man die auch nicht trainieren. Also das reicht, wenn die sich das 5 Minuten angucken. Dann, danach wird es nicht viel besser. Dann wird euer Maß reiner. Gut, okay, sehr schön, freut mich. Gut, okay, also das, also Aufgabenstämme, alles super, haben wir kein Problem mit. Aber jetzt kommen wir zu den Distraktoren. Weil da gibt es quasi keine Hinweise in der Literatur. Also 2012 hatte ich da mal eine Bachelorarbeit drauf angesetzt, die wirklich alle Intelligenztests, also alle Matrizentests, die sie bekommen haben, das waren irgendwie 250 Stück oder so, die waren dazu halt in Trier im ZPIT, also Zentrum für psychologische Informationen und Dokumentation, also quasi so die Nationalbibliothek für die Tests, also wo man versucht halt eben alle Tests, wo gibt halt an einer Stelle zu sammeln. Und die sind dann da halt eben ein paar Mal hingefahren und haben sich alle Tests angeguckt. Also vom Saarland ist das nicht so weit wie von MacPom aus. Alle durchgeguckt, haben x Matrizentests gefunden, aber in keinem dieser Matrizentests stand halt irgendwie eine Anleitung, wie man das macht. Es gibt nur zwei beziehungsweise drei Ansätze, die in der Literatur so kursorisch beschrieben werden, aber das ist weit entfernt davon, dass man da konkrete Anweisungen hat, wie man Distraktoren gestalten kann. Also so eine ganz spannende Sache, obwohl es die Dinger seit 1934 gibt, gibt es noch keine wirklich gute Literatur, um Distraktoren zu machen. Man wundert sich dann, oder ich habe mich dann am Anfang immer gewundert, recherchiere ich falsch, aber
ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es da in der Literatur quasi nichts zugibt. Okay, gut, ja, und also man weiß nicht, wie man die gestalten soll, die Distraktoren, aber man weiß, die Personen, die Testpersonen, die arbeiten auch mit diesem Antwortformat, ne? Also sie können ja so Eye-Tracking halt machen, haben Sie bestimmt schon mal halt eben gesehen. Also man setzt sich sofort einen Monitor, da gibt es dann so eine Kamera, die die Augenbewegungen misst. Das gibt es halt entweder so als Brille, die man aufsetzt, oder das wird so unten vom Monitor her gefilmt. Man muss das dann kalibrieren, aber dann kann man relativ genau feststellen, wohin auf dem Bildschirm guckt eine Person. Und wenn Sie da so eine Matrizenaufgabe halt hin knallen, dann sehen Sie, die Versuchspersonen gucken schon relativ früh nach unten und gucken auch relativ oft runter zu den Antwortoptionen und fangen die dann halt eben an, dann abzuscannen, weil da die richtige halt eben drinstecken muss. Und dann nochmal ganz interessant, wenn die Personen die richtige Lösung nicht finden, ne? Also sie sehen ja nachher, ob die das richtig gelöst haben oder nicht, beziehungsweise sie können die nachher fragen, denkst du, das war richtig oder denkst du, das war falsch? Dann gucken die noch mehr, ne? Also deswegen sagt man halt, also dieses Response Elimination Verfahren, ja, also ich gucke, welcher Distraktor, oder ich versuche halt eben Distraktoren halt möglichst auszuschließen als falsche Optionen und rate über den übrig bleiben. Das wäre halt eben Response Elimination. Das machen die Personen häufiger, wenn sie die richtige Lösung nicht finden. Das ist so eine Fallback-Strategie zu dem sogenannten Constructive Matching, wo ich dann halt eben versuche, mir die richtige Antwort kognitiv quasi zu generieren und die dann halt eben unten auszuwählen aus dem Antwortformat. Und die Testpersonen profitieren von den Distraktoren. Also wenn sie so eine Person halt eine Aufgabe machen lassen und sie danach fragen, also und die Personen, die halt eben die richtige Lösung finden, danach fragen, ja, warum ist die Lösung richtig, dann können die ihnen das nicht erklären. Die sagen, ich habe das ausgewählt, aber ich kann jetzt nicht hundertprozentig erklären, warum das halt eben richtig ist, beziehungsweise die erzählen ihnen dann irgendeinen Quatsch, der halt eben nicht mit den Regeln dann übereinstimmt. Also wir haben da einfach die Ratewahrscheinlichkeit, kann man damit halt eben gut erhöhen. Und wenn Sie, also Sie können ja jetzt hingehen und sagen, also eine Form von Ausschlussprinzip, sagt der Herr Kasa ganz richtig, genau, also Response Elimination ist halt eben ein Antwort-Ausschluss-Verfahren, so könnte man es ins Deutsche übersetzen, und Constructive Matching, das wäre halt so ein induktives Verfahren, wo man versucht, quasi die Regeln zu verstehen, also so wie der Spearman sich das halt eben gewünscht hat, ne? Also dass man sagt, ja, halt Apprehension of Experience und Induction of Relations und Induction of Correlates, das läuft dann vor allem klar durch, wenn ich mich nur mit dem Aufgabenstamm halt eben befasse. So, und jetzt, ich hatte jetzt gehofft, dass irgendjemand im Publikum sagt, ja, man könnte ja dann auch die richtige Antwort zeichnen lassen, weil das hat die Judith Raders gemacht, 1978 schon, und hat dann gesehen, okay, wenn ich jetzt nicht diese Antwortoptionen vorgebe, sondern quasi den Personen sage, mal die richtige Lösung, dann werden die Aufgaben plötzlich deutlich schwieriger, ne? Weil sie diese Informationen, die sie da aus dem Antwortformat ziehen können, dann halt eben nutzen können. Ansonsten, wenn sie das selber zeichnen müssen, können sie das halt eben nicht nutzen, ne? Und also all diese Befunde vor dem Hintergrund, dass wir gar keine konkreten Vorstellungen haben, wie wir die Distraktoren halt eben gestalten. Ja, also ist halt auf jeden Fall so eine Forschungslücke, die halt heute immer noch nicht befriedigend halt eben gefüllt ist. So ein bisschen haben wir da halt eben reingeschippt, aber also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu forschen. Also wenn Sie bei den Fragen für die letzte Vorlesung nach dem Ausschlussprinzip gehen, ist das auch Response Elimination. Also wenn Sie da irgendwas so mit logisch schlussfolgerndem Denken halt machen müssen, ne? Also beim Wissenstest ist es dann halt oft so, Sie wissen es oder Sie wissen es nicht, ne? Das ist halt eben, also die Klausur ist ja eher so ein Wissenstest, da wird man das weniger klar sehen, würde ich sagen. Okay.
Ja, genau, der Herr Neumann hat es halt eben schon schön geschrieben, ne? Ja, man kann halt eben überlegen, die Leute müssen das dann halt in irgendeiner Form bauen, ja. Und das war unser Ansatz dann da. Ja, also das hat es jetzt hier alles schon gesagt, ja, also Distraktorschwäche ist es halt eben. Und ja, also so eine Falsifikationsstrategie, Antwort-Ausschluss-Strategie, Response Elimination ist eine mögliche Erklärung. Und das hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Also es gibt halt Lösungsmodelle, also Modelle zum Lösungsprozess von Matrizenaufgaben, die aber auch nicht auf diese Antwortoptionen eingehen. Beziehungsweise es gibt ein großes, ich finde das total super, also Carpenter, Justin Schell, habe ich auch schon tausendmal zitiert. Aber also die versuchen in ihrem Modell halt eben zu erklären, genau welche kognitiven Prozesse laufen ab, wenn so eine Person Matrizen-Item halt eben löst. Und das sehen sie da halt eben drin. Das geht dann natürlich halt auch eben so in die Spearman-Richtung. Also zuerst hat man so eine Perceptual Analysis, wo man dann eben erstmal die Matrix halt wahrnimmt und dann halt eben herausfindet, die und die Symbole gehören zu einer Aufgabengruppe. Das Ganze muss dann halt immer ins Arbeitsgedächtnis halt eben abgespeichert werden, da wieder draus abgerufen werden. Dann zur Conceptual Analysis, wo quasi die Regeln halt identifiziert werden und dann Generalization heißt halt, die richtige Lösung kognitiv generiert wird. Und dann machen sich's halt eben Carpenter, Justin Schell, also bis dahin bin ich bei denen halt auf dem gleichen Dampfer, aber dann danach machen sie sich halt eben einfach und sagen ja, und danach wählt man dann halt eben die Option, die man kognitiv generiert hat, einfach aus. Und dieses Phänomen da, das Hin- und Herspringen zwischen dem Aufgabenstamm und den Antwortoptionen, also dieser ganze Response Elimination Kram, der steckt bei Carpenter, Justin Schell nicht drin. Also das wäre halt nur dieses Constructive Matching, also quasi dieses induktive Lösen der Aufgaben. Also diese Fallback-Strategie der Response Elimination ist da nicht berücksichtigt. Kann man denen jetzt auch nicht wirklich vorwerfen, weil diese ganzen Eye-Tracking-Studien und also die kamen halt alle erst danach, ne? Und das passt nicht in das Carpenter, Justin Schell-Modell rein. Trotzdem wird es noch immer überall halt eben zitiert, kritiklos halt, ne? Und wo man da sagen muss, naja gut, die Distraktoren, die könnte man sich dann da auch mal irgendwie rein fuddeln. Also sie sehen Forschungsmöglichkeiten halt ohne Ende. So, wen gab es hier? Also ja, genau, das hat sich dann nochmal rot markiert. So, und dann also in Deutschland, also Putz Osterloh, aber das ist halt eben, das wird nicht gelesen, weil die das nur auf Deutsch geschrieben hat. Die hat auch so ein Lösungsmodell gemacht für die Matrizenaufgaben, was dann halt eben deutlich differenzierter ist als das von Carpenter, Justin Schell. Und wenn Sie jetzt da halt eben reingucken, an der Stelle ist erstmal dann quasi erstmals quasi der Abgleich zwischen Antwortoptionen und Aufgabenstamm halt eben drin. Und da unten das wird dann erst gemacht, wenn man halt eben hier nicht die richtige Lösung gefunden hat, beziehungsweise umgekehrt, ne? Also da ist jetzt dieser zweite Pfad der Response Elimination drin. Gibt es aber wirklich nur dieses Buch von 1982, das kriegen Sie auch nur noch antiquarisch. Und das zitiert heute keiner mehr. Oder also ich habe das mal irgendwie ein paar Mal zitiert, aber das ist quasi komplett in Vergessenheit geraten. Naja, sei es drum. Ja, ne, also Distraktoren, doofe Sache. Ja, und das war dann halt eben der, ah ja, genau, Frau Richter, ja, wieso werden Distraktoren dann überhaupt noch verwendet? Ja, weil halt es erstmal keine guten Gegenentwürfe gab. Und zum anderen, weil das System halt einfach träge ist. Die sagen halt, ja, gut, ich meine, das ist ja etabliert, alle arbeiten damit, dann mache ich das halt eben auch, ne? Also, und auch wenn Sie so auf den Markt gucken, Sie finden so einen konstruktionsbasierten Matrizentest bei Hochgräfe von uns, den man da halt eben kaufen kann, die keine Distraktoren haben, das erkläre ich gleich. Aber dann halt eben 30, wo sie Distraktoren drin haben. Und da ist das halt immer noch einfach so der Mainstream. Also da ist dann halt eben die,
Praxis oder die, die Umsetzung dieser Erkenntnisse in die Praxis einfach auch träge, beziehungsweise das ist so ein Marketing-Aspekt, den ich so als Forscher dann gar nicht so gut bedienen kann oder gut bedienen will. Also ich habe keinen Bock, irgendwo rumzureisen und irgendwelchen Leuten zu erklären, warum Matrizenaufgaben ohne Distraktoren besser sind als mit. Aber das können Sie ja machen, wenn Sie da irgendwie, also deswegen finde ich das gut, wenn man das vielen Leuten erzählt, weil vielleicht kommen die dann ins Unternehmen und sagen dann halt, ja, hey, lasst uns doch einen konstruktionsbasierten Test machen. Genau, ja. Okay, also aber ich zeige Ihnen jetzt erstmal bla bla bla, also das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen, wie wir das halt eben gelöst haben, weil das war halt so die Idee, die wir dann in Saarbrücken hatten. Wir geben keine, also geben, oder erstmal hier der Aufgabenstamm, die Matrix, die bleibt die gleiche wie bei den klassischen Matrizenaufgaben, also jetzt hier Addition, das plus das gibt das, das plus das gibt das und so weiter. Das Feld bleibt auch leer. So, aber jetzt habe ich hier dieses Antwortformat und in diesem Antwortformat sind jetzt alle Symbole drin, die quasi zur Konstruktion aller Aufgaben in diesem Test halt verwendet wurden. Das sind 24 Symbole, die können Sie halt natürlich in x-tausend Varianten halt eben miteinander kombinieren und damit halt eben Aufgabenstämme basteln. Und alle Lösungen können halt auch in der Kombination von diesen 24 Variablen dann zusammengestellt werden. Und also es ist computerisiert in dem Fall. Sie kriegen diese Aufgabe davor gegeben, dann 1:30 halt eben Zeit. Die Zeit fängt dann an abzuticken. Und Sie würden sich das angucken und dann sagen, ah ja, okay, hier bräuchte ich halt eben diesen diagonalen Strich und diesen horizontalen Strich. Und dann müssten Sie einmal hier draufklicken, dann wird diese Diagonale hier erscheinen. Und dann einmal hier drauf, dann wird diese horizontale Linie eben erscheinen. Und dann haben Sie die Aufgabe halt eben selber konstruiert oder die Lösung selber konstruiert. Deswegen Matrizenkonstruktionsaufgabe. Und jetzt brauchen wir gar keine Distraktoren mehr. Also das wäre jetzt halt, also da können wir dann sagen halt, wir können wunderbar ohne Distraktoren halt eben leben, weil wir haben diese konstruktionsbasierten Formate, kann jeder machen, ist sogar einfacher als die anderen Matrizen halt eben zu konstruieren, weil ich mir da gar keine Gedanken über das Antwortformat machen muss. Das bleibt halt bei allen Aufgaben das Gleiche, ja, also ganz einfache Lösung. Und das haben wir dann halt eben auch mal gebastelt in diesem 2015er Artikel und konnten zeigen, das funktioniert Bombe halt, ne? Also die Personen können das erstmal lösen. Wir können die Schwierigkeiten, die Aufgabenschwierigkeiten so variieren, wie wir das wollen. Und man braucht halt eben keine Distraktoren. Also da konnten wir relativ überzeugend sagen, ja, Distraktoren braucht es erstmal nicht wirklich. Und dann halt eben in der Folgestudie haben wir dann aber doch nochmal gesagt, ja, also jetzt versuchen wir mal Regeln für die Distraktorkonstruktion halt eben festzulegen und zu gucken, ob die Aufgaben dann halt eben genauso gut funktionieren wie unsere konstruktionsbasierten Matrizenaufgaben. Und in dieser Studie hier, da haben wir sowas gemacht, das heißt eben Conceptual Distractors und eine Variante, die heißt Perceptual Distractors. Ne? Also das heißt, der gleiche Aufgabenstamm und eine Gruppe hat das jetzt mit diesen Distraktoren bekommen. Und eine Gruppe hat es mit diesen Distraktoren bekommen und eine hat es als Konstruktionsformat halt eben bekommen. Also Conceptual Distractors heißt, dass dann halt irgendeine Regel verletzt wird. Ja, also das heißt, da wird dann irgendwo eine Addition statt einer Subtraktion eingeführt oder eine Schnittmenge statt einer Einzelkomponentenaddition oder so. Perceptual Distractors ist quasi die Idee, das sieht man hier jetzt halt eben relativ genau. Da werden halt eben verschiedene visuelle Kombinationen von den richtigen Lösungen halt eben vorgegeben. Ja? Also in der richtigen Lösung ist dann quasi so ein Halbkreis drin und dann wird der Kreis zweimal nach links und zweimal nach rechts und zweimal nach oben und zweimal nach unten und die Punkte werden dann halt eben zweimal angezeigt und zweimal nicht angezeigt. Ne? Und also einmal konzeptuell Regeln verletzen, einmal perzeptuell quasi möglichst ähnlich zur richtigen Lösung von der Wahrnehmung halt, also auf dieser Apprehension of Experience-Ebene eben schon.
Und das haben wir dann 3 unabhängigen Stichproben vorgegeben und mal geguckt, ja, wie ist denn die Validität von diesen Aufgaben? Ja? Und da kam eben folgende Tabelle raus. Also wir hatten hier aus dem Intelligenzstrukturtest verbale, numerische, figurale und figurale Aufgaben und dann so einen Gesamtwert. Und wir hatten dann nochmal so Working Memory Aufgaben, weil es in dem Zusammenhang auch interessant war. Ist also eigentlich das gleiche Befundmuster, aber also will ich jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Aber Sie sehen hier, also das sind jetzt Korrelationen, ne, von unserem anderen Intelligenztest und unseren Matrizenaufgaben. Wenn jetzt viel G drin ist, dann korreliert es höher. Wenn weniger G drin ist, dann korreliert es niedriger. Und Sie sehen jetzt halt eben hier, also die distraktorfreien, also konstruktionsbasierten, da blühen überall die Korrelationen, also super hohe Korrelationen, so wie man sich erwarten würde oder wünschen würde und noch besser. Und bei den konzeptuellen Distraktoren funktioniert es eher bescheiden und bei den perzeptuellen Distraktoren dann halt eben ein bisschen besser. Also wenn man jetzt so eine Distraktor-Konstruktionsstrategie machen würde, dann wahrscheinlich eher mit den perzeptuellen Distraktoren. Aber am Ende des Tages würde ich halt eben sagen, Distraktoren oder also distraktorgestütztes Antwortformat, forget it. Ne? Also man braucht halt eigentlich nur den Aufgabenstamm und ein konstruktionsbasiertes Antwortformat und fertig ist die Laube. Ne? Also macht man sich einfacher und der Test wird besser. So, und dann, weil es halt eben dann halt ein computerisierter Test ist, kann man dann halt auch fancy damit forschen. Also so ein bisschen Lösungsprozessforschung haben wir damit halt eben auch gemacht. Da sind die konstruktionsbasierten Aufgaben natürlich dann halt interessant, weil sie diesen Aspekt alle kognitiven Leistungen, die halt eben mit dem Antwortformat zu tun haben, ausblenden können. Also sie können halt eben nur gucken, das Constructive Matching eben relativ klar halt eben abbilden. Und damit werden jetzt nicht irgendwelche kognitiven Prozesse halt miteinander verwässert. Und also dieses Diagramm bringe ich, weil es halt eben so schön halt eben aussieht. Ich habe das auch nicht gemacht, sondern der Florian Schmitz, muss ich sagen. Aber trotzdem ist das halt also so ein Befund, also irgendwie so mit der schönste Befund, den ich so irgendwie in meiner Forscherkarriere halt in eigenen Daten halt eben gesehen habe. So. Also was wir da drin sehen, ist der RTAC, also die Response Time Accuracy Correlation, also die Korrelation zwischen der Variable, wo reinkodiert wird, Item richtig gelöst 1 oder Item falsch gelöst 0, also Richtigkeit der Aufgabe, korreliert mit der Reaktionszeit, also wie lange ich gebraucht habe, um diese richtige Lösung abzuschicken. So, jetzt sehen Sie das Diagramm hier und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen interaktiv die letzte Zeit. Was ist die RTAC halt? Was schließen Sie aus diesem Diagramm hier? Ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich Sie total überfallen, aber will jemand vielleicht das mit mir zusammen machen? Okay, ich streue mal noch so ein bisschen Clues und das Volk. Also hier sehen wir erstmal diese 4 Kacheln. Ne? Also das sind Matrizen mit einer Regel, also relativ leichte. Das sind welche mit 2 Regeln, das sind welche mit 3 Regeln und das sind welche mit 4 Regeln. Ja? Also jede dieser 4 Kacheln ist quasi eine Schwierigkeitskategorie von den Matrizenaufgaben. Also leichte Aufgaben haben nur eine Regel und schwere haben halt eben 4 Regeln. So, jetzt sehen wir hier Probability Correct, ja, also das hier ist die Wahrscheinlichkeit, die Aufgabe richtig zu lösen, ja. Also wenn die hier ist, dann löst die Person die Aufgabe auf jeden Fall und wenn die hier ist, dann löst die Person die Aufgabe auf keinen Fall. Das hier zwischendrin, das macht jetzt erstmal
keinen Sinn für die Einzelpersonen, weil sie können die Aufgabe ja nur richtig oder falsch lösen. Ja? Das heißt, hier unten sehen Sie diese türkisenen Punkte. Das sind die, genau. Sehr witzig. Also erste Kachel, zweite Kachel, dritte Kachel, vierte Kachel. So, jetzt hier 0% Lösungswahrscheinlichkeit, hier 100% Lösungswahrscheinlichkeit. Also auf jeden Fall falsch, auf jeden Fall richtig. Und jetzt sehen Sie hier in diesen Bläschen quasi alle Personen, die falsch lagen, hier unten, und alle Personen, die richtig lagen, hier oben. Ja, immer für die mit der einen Regel, zwei Regeln, drei Regeln und vier Regeln sehen Sie immer diese Blasen hier oben und unten. Da sehen Sie, wie sich das da halt eben verteilt hat. Die Personen, die richtig gelöst haben und die falsch gelöst haben, über diese X-Achse hier hinweg, was halt eben die Response Time ist. Und das ist jetzt halt hier einfach quasi in Standardabweichungen halt eben ausgedrückt, dass man da jetzt keine Sekunden hinschreiben muss. Aber die hier, die waren sehr schnell und die hier, die waren sehr langsam. Ne? Also hier unten auf der Achse heißt halt rechts langsam und links schnell. Und auf der Achse heißt halt unten falsch geantwortet und oben richtig geantwortet. So, und jetzt können Sie quasi das nochmal auftrennen lassen nach Ability. Also wir haben die fähigen Personen und die unfähigen Personen voneinander oder die fähigeren von den weniger fähigen unterschieden. Wie haben wir das gemacht? Einfach, indem wir gesplittet haben, also die mittlere Leistung und die Personen, die besser waren als die, also als quasi die Mitte der Verteilung, also die obere Hälfte quasi der Verteilung, also die sehr fähigen oder die fähigeren Personen versus die untere Hälfte der Verteilung, das sind die weniger fähigen, okay? Also rot sind die fähigen und blau sind die weniger fähigen. Und jetzt sehen Sie quasi in diesen Kurven halt die Korrelation dargestellt, ne? Also hier wird es halt eben heißen, je länger die Zeit fortschreitet, desto mehr nimmt die Lösungswahrscheinlichkeit ab. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt die Antwort schnell gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie richtig ist. Und wenn ich die Antwort langsam gebe, also lange brauche, dann ist es wahrscheinlich, dass falsch ist. Ne? Okay, und das wäre halt eben so diese ganz oder gar nicht Idee. Ja? Also entweder ich kann das dann halt auf Anhieb so intuitiv richtig lösen oder ich bin halt verloren und es bringt mir nichts. Und das ist halt eben sowohl bei den Fähigen als auch bei den weniger Fähigen so, wenn die Regeln einfach sind. Also oder wenn die Aufgaben einfach sind. Jetzt gucken wir in die zweite Kachel und da sehen Sie, also hier bei zwei Regeln, bei den roten, also bei den Fähigen, immer noch der gleiche Verlauf. Also mit zunehmender Zeit nimmt die Lösungswahrscheinlichkeit ab. Also die Fähigen, die kommen dann entweder gleich drauf oder halt nicht mehr drauf. Bei den weniger Fähigen ist es jetzt umgekehrt. Ne? Also da nimmt dann die Lösungswahrscheinlichkeit halt eben mit der Zeit zu. Ja? Also das heißt, wenn die da mehr über die Aufgaben nachgrübeln, dann steigt die Lösungswahrscheinlichkeit halt eben wieder. Hier bei drei Regeln haben Sie den gleichen Befund nochmal, also negativer Zusammenhang zwischen Bearbeitungszeit und Richtigkeit der Lösung bei den Fähigen und positiver bei den weniger Fähigen. Und hier klappt es dann auch bei den Fähigen halt eben um. Ne? Und welche Schlussfolgerung ziehen wir halt eben draus? Naja, die Personen versuchen erstmal das so automatisiert, intuitiv halt eben zu beantworten. Und wenn sie das können, dann geben sie die richtige Antwort halt eben schnell ab. Und das ist dann halt auch erfolgreich. Wenn sie das nicht können, wenn sie das nicht intuitiv lösen können, dann wechseln die in so ein kontrolliertes Prozessieren, wo die halt eben versuchen, die einzelnen Items, die einzelnen Elemente systematisch halt eben durchzugehen. Das braucht dann halt eben mehr Zeit, aber dann steigt halt eben auch die Lösungswahrscheinlichkeit wieder. Und das geht halt eben bis zur individuellen Leistungsgrenze. Also das heißt, wenn ich es noch automatisch verarbeiten kann, dann bin ich halt eben besser, wenn ich schneller antworte. Wenn ich es kontrolliert verarbeiten muss, dann habe ich mit mehr Zeit halt eben
ein Vorteil. Genau, da war jetzt nochmal die Frage, also können Sie die vierte Kachel nochmal erklären? Genau, also das, was da das Interessante bei ist, ist, also Sie sehen hier bei der ersten Kachel, da nimmt diese Kurve ab, also negativer Zusammenhang. Also schnell die richtige oder nachgrübeln bringt nichts, ne? Hier bei zwei Regeln ist das für die Roten auch so, aber für die Blauen ist es halt eben schon positiv. Ja? Also das heißt, hier bringt den Blauen, also den weniger Fähigen, dann mehr überlegen, bringt denen halt eben was. Ne? So, bei drei Regeln ist es halt auch noch das gleiche Bild, also ein negativer Zusammenhang für die Fähigen und ein positiver Zusammenhang für die weniger Fähigen. Und jetzt bei vier klappt es dann halt auch bei den Fähigen um. Ne? Also die können das dann nicht mehr automatisiert verarbeiten und müssen das halt eben kontrolliert verarbeiten. Und dann bringt ihnen das, wenn die halt eben länger Zeit investieren in die Aufgabe. Okay, also dadurch, das sind halt so klare, also oder also für mich so klare Befunde. Also deswegen halt so schön, ne? Weil irgendwie Sie sehen halt, also Sie können das von Anfang an bis zum Ende halt eben erklären, bis zu dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr kann, verarbeitet man automatisiert und dann switcht man rüber zum kontrollierten Prozessieren und das kann ich dann halt nochmal zeigen, dass die, die halt eben weniger fähig sind, diesen Switch schon vorher machen und die, die fähiger sind, diesen Switch halt eben später machen. Die Streuung in der vierten Kachel ist bei den Fähigeren höher. Ja, das kann man jetzt hier so nicht beurteilen. Also bei denen, die halt hier richtig lösen, ist die Streuung geringer. Ne? Das Graue, was die Kurve umgibt, das sind die Konfidenzintervalle. Also das ist halt eben mit einer, also mit dem Item-Response-Modell als probabilistisches Test, also oder als Item-Response-Modell halt eben ja, konzipiert oder das rechnet ihnen quasi diese Kurven halt eben aus, wo sie versuchen dann aus der Bearbeitungszeit dann die Lösungswahrscheinlichkeit halt eben zu schätzen und diese grauen Bereiche, die haben dann halt in bestimmten Bereichen halt eben, wo viele Leute sind, halt weniger Unschärfe und wo wenige Leute sind, halt eben mehr Unschärfe. Also hier das, jetzt weiß ich auch, wo der Herr Kasser drauf hinaus wollte. Also das hier meinten Sie bestimmt, ne? So, und diese, also dieser Bereich, der ist hier größer, weil Sie hier wenig Leute haben, ne? Also da kann halt eben die Lösungswahrscheinlichkeit nicht so gut geschätzt werden, weil hier einfach so wenige von den Roten halt eben sind. Deswegen ist das hier so ein bisschen breiter. Es waren jetzt insgesamt halt eben sehr, sehr viele Versuchspersonen. Deswegen hatten wir überall eigentlich relativ geringe Konfidenzintervalle. Und Sie sehen hier, das geht dann jetzt halt irgendwie so, naja, 0,2 Schwierigkeitseinheiten wahrscheinlich halt hoch und runter. Das ist schon so eine gewisse Unschärfe, aber das ist eigentlich noch, ja, also auf einem Level, wo man das ganz gut eigentlich interpretieren kann. Okay, so jetzt, also Sie merken, das ist halt eben hier, also ich glaube jetzt, motivierter kann ich Ihnen was, kann ich Ihnen nicht was vorstellen, weil das wirklich so, also mit der Krams, der mich so am meisten gekickt hat, halt irgendwie in meiner Karriere halt eben bisher. Und wenn Sie sagen, ja, ey, das ist spannend, dann kann ich nochmal darauf verweisen. Also wir haben ja noch dieses vorlesungsbegleitende Seminar in den Terminen von der Lou Frankenstein. Die hatte die ja auch früher jetzt online gestellt. Und die hat auch viel mehr. Da haben sich schon ein paar eingetragen. Ich habe jetzt für kommenden Montag noch welche angeboten. Das wird sich dann halt eben drehen um dieses erste Paper mit den Matrizenkonstruktionsaufgaben. Also wenn Sie das interessiert hat und Sie das nochmal genauer lesen wollen und wir darüber diskutieren wollen, ist das eine herzliche Einladung. Sie können sich da im Seminar einfach dann halt eben, also bei Moodle im Seminar einfach auch nochmal in dieses diese Teilnehmerliste halt eben eintragen, Teilnehmerinnenliste eintragen. Und das würde mich freuen, also wenn Sie das nutzen wollen. Also ich nötige keinen, also ich habe auch andere Sachen zu tun. Es ist auch vollkommen cool. Ich bin da auch nicht beleidigt oder so.
Aber wenn Sie Lust haben, dann freue ich mich da natürlich sehr drüber. Genau, also zum Försten kommen wir jetzt heute leider nicht mehr. Aber ich denke, da mit Spearman und den Matrizenaufgaben haben Sie schon jetzt nochmal einen ganz wichtigen Happen hier verdaut. Wenn es noch also irgendwie eine abschließende Frage gibt, dann gerne jetzt. Jetzt traut sich auch keiner mehr. Aber das ist gut so, weil wir sind dann auch, wir haben pünktlich angefangen, wir hören pünktlich auf. Und wenn es noch Fragen gibt, dann können Sie mir die natürlich auch per Mail stellen. Und ansonsten dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüssi!